Nanu, denk ich. Ich denk Nanu. Ach so. Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich euch den Berliner Dialekt vorstellen. Dazu habe ich auch ein ganz lustiges Gedicht für euch. Die Berliner Klops-Geschichte. Aber zuerst möchte ich kurz noch über die verschiedenen Dialekte reden. Also, es gibt mehrere Dialekte im Deutschen. Es gibt den Berliner Dialekt und den sächsischen Dialekt und es gibt Plattdeutsch und natürlich in der Schweiz wird auch nochmal ein anderer Dialekt gesprochen, das Schweizerdeutsch. Und was ich euch hier beibringe, was ich gerade spreche, ist Hochdeutsch. Und wenn ihr nach Deutschland reist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die meisten Leute auch Hochdeutsch sprechen. Aber es gibt immer noch Leute, die einen starken Dialekt sprechen. Und diese Leute sind dann auch manchmal für Leute wie mich schwer zu verstehen. Aber dafür klingen sie sehr interessant. Ja, es ist schon eine interessante Eigenart. Und früher war das noch viel stärker, vor Hunderten von Jahren. Das lag vor allem daran, dass Deutschland in ganz viele Staaten zerteilt war und durch Dinge wie die Lutherbibel, durch die Bibelübersetzung von Martin Luther, wurde die Sprache mehr und mehr vereinheitlicht. Ja, also zum Beispiel durch die Bibel, wenn dann jeder in Deutschland, nicht jeder, aber wenn dann so ein Buch ganz viele Menschen erreicht, dann ist es ja nur logisch, dass die Leute dann die Sprache, die dieses Buch benutzt, auch übernehmen. Und das war zum Beispiel einer der Gründe, warum die Sprache anfing, sich immer mehr zu vereinheitlichen. Und gerade heute ist es so, dass in den Zeiten des Internets die Deutschen mehr und mehr Hochdeutsch sprechen. Aber um euch zu zeigen, wie so ein Dialekt aussehen kann, möchte ich euch dieses Gedicht vortragen im Berliner Dialekt. Berliner Klops-Geschichte. Ich sitze da und esse Klops. Ganz kurze Unterbrechung. Klops ist ein Gericht. Ja, Klops ist eine Kugel aus Brötchen und Hackfleisch, der gekocht, gebacken oder gebraten wurde. Nochmal. Ich sitze da und esse Klops. Uff, einmal Klops. Ich kieke, staune, wundere mir, uff, einmal is se uff de Tür. Nanu, denk ich denk nanu, jetzt is se uff, erst war se zu. Und ich geh raus und kieke und wer steht draußen? Icke!
Genau. Vielleicht hast du die Pointe nicht mitbekommen. Deswegen lese ich dieses Gedicht nochmal kurz auf Hochdeutsch vor. Also, ich sitze da und esse Klops. Auf einmal klopft es. Ich gucke, staune, wundere mich. Auf einmal ist sie auf, die Tür. Nanu, denke ich. Ich denke, nanu, jetzt ist sie auf. Erst war sie zu. Und ich gehe raus und schaue. Und wer steht draußen? Ich! Also, die Sache ist, dass natürlich, wenn er rausgeht, um zu schauen, dann steht er natürlich draußen. Und ich nehme an, die Tür ist einfach so aufgegangen. Der zweite Punkt ist, dass man im Berliner Dialekt ick oder icke sagt, wenn man im Hochdeutschen ich sagen würde. Und, ach genau, und das Wort Nanu. Was heißt das Wort Nanu? Nanu heißt eigentlich gar nichts, sondern es ist etwas, was man sagt, wenn man sich wundert. Nanu? Und ich finde dieses Wort sehr drollig, sehr lustig. Und auch das ganze Gedicht, denke ich, hat einen gewissen Charme. Ich hoffe, ihr fandet es lustig. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Und vielleicht werdet ihr ja auch einmal Klops essen. Wie gesagt, Klops macht man mit Hackfleisch und Brötchen, indem man das Brötchen nass macht und zusammen mit dem Hackfleisch ganz doll durchknetet. Und daraus macht man eine Kugel. Und diese Kugel brät man dann oder kocht oder backt man. Und vielleicht probiert ihr dieses Gericht auch einmal aus, aber passt darauf auf, dass nicht die Tür einfach so aufgeht, weil ihr euch dann sehr wundern werdet. Das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss!